Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dr. Oliver Bieger und ich bin Anästhesie-Consultant im Al-Rahba Hospital. Lassen Sie mich heute über die Richtlinien für Hausquarantäne sprechen, um zu verhindern, dass der Virus sich weiter ausbreitet. Denken Sie bitte daran, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu gewähren von mindestens 2 Metern zur nächsten Person entfernt. Sollten Sie niesen oder husten, tun Sie das bitte in ein Papiertaschentuch und vernichten Sie es sofort nach Benutzung oder niesen oder husten Sie in Ihren Ärmel. Waschen Sie sehr häufig Ihre Hände entweder mit Wasser und Seife, wobei Sie mindestens 20 Sekunden dafür benutzen sollten, oder benutzen Sie einen einfachen Handsanitizer, der mindestens 60% Alkohol enthalten sollte. Das gilt besonders bevor und nachdem Sie Mund, Nase und Augen berührt haben. Jede Person in Ihrem Haushalt sollte ihre eigenen Dinge benutzen, wie zum Beispiel Waschlappen, Handtücher, aber auch Geschirr und Besteck. Benutzen Sie Ihr eigenes Badezimmer, falls Sie mehrere Badezimmer zur Verfügung haben. Falls nicht, reinigen Sie das Bad nach jeder Benutzung mit Clorox oder einer Alkohollösung. Machen Sie sicher, dass Ihr Essen heiß genug gekocht wird und essen Sie gesund, was natürlich viel Obst und Gemüse mit einbezieht. Weiterhin sollten Sie täglich 30 Minuten Sport machen oder Gymnastik und auf jeden Fall das Rauchen aufgeben. Nutzen Sie Ihre Zeit zu Hause effektiv und machen Sie schöne Dinge. Sollten Sie irgendwelche Infektionssymptome haben, die auf eine Infektion hinweisen, rufen Sie bitte die eingeblendete Nummer ein. Es ist die Java Health Authority und Ministry of Health und folgenden Instruktionen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Sie sollten sich jeder Person in Ihrem Haushalt so nähern, als wären Sie mit dem Virus infiziert und umgekehrt. Und der beste Rat zuletzt, bleiben Sie gesund.